In diesem Video habe ich einen Zuschauer zu meiner Bank eingeladen und er hat sie komplett leergeräumt. Aber keine Sorge, er durfte das natürlich, weil er hat an meinem Gewinnspiel gewonnen, wo ich alle meine Pets verlost habe. Ich würde sagen, hey Leute, ich bin's Conny. Und wenn ihr das Video seht, dann habe ich all meine Pets in Pet Simulator X verschenkt. Zu dem Zeitpunkt hier habe ich meine Pets natürlich alle noch, wie ihr seht. Aber heute, an dem Tag, an dem ich das aufnehme, verschenke ich all meine Pets. Ich habe nämlich letzte Woche auf meinem Discord-Server eine Verlosung gestartet. Wer wird alle meine Pet Simulator X Pets gewinnen? Die Verlosung wurde jetzt aufgelöst. Der erste Gewinner hat sich nicht gemeldet. Der zweite Gewinner hat sich nicht gemeldet. Aber der dritte Gewinner hat sich dann endlich auch gemeldet. Und ich habe heute um 14 Uhr einen Termin mit ihm, um ihm all meine Pets zu geben. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Ich bin gespannt, ob das auch so funktionieren wird, weil ich habe hier ein paar Pets. Ich habe hier 231 Pets hier. Ich habe in meiner Bank noch 24 weitere Pets. Sogar eine Exclusive Höhlenkrabbe. Ein paar Pixel Demons in Rainbow. Könnte ich eigentlich benutzen, um zu farmen, aber pff. Ich werde sowieso alle meine Pets verlosen. Also macht es jetzt keinen Sinn, hier jetzt noch großartig zu farmen. Wo ist eigentlich mein... Ah, hier. Und natürlich die Exclusive Hippo Melon, die ich in dem letzten Pet Simulator X Short dann erspielt habe. Und ich würde sagen, damit der glückliche Gewinner nicht allzu viele unnötige Pets annehmen muss, gehe ich jetzt erstmal zurück in die normale Welt und mache ein paar meiner normalen Pets Gold und die goldenen Pets Rainbow. Dann sind es ein paar weniger, aber sie sind besser. Dann spare ich ihm ein wenig Zeit. Upp. So, und dann gehen wir einmal zur Goldmaschine. Ihr seht, ich habe ein bisschen was gefarmt, als ich AFK war. Ich habe natürlich auch, wie ich es angekündigt habe, weiter ein paar Pets gefarmt. Damit die Person, die dann auch meine Pets gewinnt, auch immerhin etwas bekommt. Ich meine, als ich angekündigt habe, dass ich alle meine Pets verlose, hatte ich ja nicht mal sehr viele Pets. Weil ich vorher in meinen Livestreams ja schon ganz viele meiner Pets verschenkt habe. Aber, na, jetzt habe ich ein paar Pixel-Demons gefarmt. Die sollten dann auf jeden Fall reichen, um jeden auf den aktuellen Stand in Pets Simulator X hochzuziehen. Ein paar meiner Pets haben bestimmt noch ein bisschen Wert. Ich weiß nicht, ob die Ghoul Horses inzwischen wertvoll sind, weil die ja jetzt schon eine Weile lang nicht mehr zu holen sind. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel ist so ein Ghoul Horse, so ein Dark Matter Ghoul Horse wert, weil die habe ich ja extra damals noch behalten, weil ich gedacht habe, die werden nochmal wertvoll. Hier ein paar Ghoul Horses. Ich habe inzwischen aber auch schon welche verschenkt. Ich hatte locker 20 Dark Matter Ghoul Horses. Das sind die einzigen, die übrig geblieben sind. Jetzt habe ich hier noch ein paar Dark Matter Center Paws. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch was wert sind, wie viel die wert sind. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, damit ich das weiß, weil ich verfolge das gar nicht, wie viel diese Pets wert sind. Ich habe ja vor einer Weile auch ein Video gemacht, eure Pets sind nichts wert. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Pets hier wertlos sind, weil jedes Pet wird halt immer schlechter, wenn neue Updates rauskommen. Und die einzigen Pets, die einen relatable Wert haben, sind halt Exclusive Pets. Aber da verstehe ich trotzdem nicht, warum die so viele, für so viele Gems weggehen. Und zum Thema Gems, ich werde auf jeden Fall... Oh, schaffe ich das mit Vieren? Gucken wir mal. Ah, vier sind weg. Na gut. Ich werde auf jeden Fall hier einmal kurz in meiner Bank die Zinsen einsammeln. Ich habe jetzt 7,37 Milliarden Gems. Und mit diesen Gems, die ich habe, werde ich auf jeden Fall dem Gewinner noch seine Bank kaufen. Ich werde dem Gewinner dann wahrscheinlich seine ganzen Pets auch in die Bank reinpacken. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Schon wieder die falsche Maschine. Bin ich irgendwie blöd oder so? So, make Rainbow Pets. So, die machen wir jetzt noch einmal alle Rainbow. Natürlich schade, wenn wir da jetzt ein paar Pets verlieren. Aber das ist ja immer das Problem dabei, wenn man viele Pets hat. Sobald man sie Gold und dann Rainbow macht, sind es auf einmal nicht mehr so viele Pets. Aber keine Ahnung, für wie viel gerade Pixel Demons weggehen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das aktuelle Mythical Pet, ich würde es nie für mehr als 20 Millionen Gems kaufen. Und da sind viele von euch anderer Meinung, aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, ich würde niemals mehr ausgeben. Wenn mir andere Leute dafür mehr geben, meinetwegen, selber schuld. Aber ich würde nicht mehr als 20 Millionen Gems blechen für so ein Rainbow Pixel Demon. Und sagen wir mal, nicht mehr als 30 Millionen Gems für einen Dark Matter Pixel Demon. Einfach nur, weil man sie halt beim Mystery Merchant kaufen kann. Huch, gefailed. Okay, jetzt machen wir noch Pixel Wolf, please. Auch gefailed, okay. Auf einmal habe ich nicht mehr so viele Pets. Jetzt sind es nur noch 143. Oh, hier sind richtig viele normale Pixelwölfe mit bei. Ja, komm, die mache ich auch noch. Weil wer will so viele Pixelwölfe haben? Richtig krass wäre es ja. Ich weiß nicht, ob das Angebot noch steht. Erhalte gratis Belohnung beim Spielen. Können ein riesiges Haustier halten. Okay. Es wäre ja ziemlich krass, wenn ich jetzt in der Vorbereitung für die Verlosung dann tatsächlich auch noch so ein Huge Cupcake Pet ziehen würde. Ich glaube, das war ein Huge Cupcake, den man dort ziehen kann. Könnt mich korrigieren, falls ich damit falsch liege. Das wäre super krass. Das würde mich auch richtig freuen, weil dann könnte ich wenigstens sagen, ich habe ein Huge Pet verlost. Aber naja, das Huge Pet, das ich hatte, das hat Victor einfach schon verschenkt. Und deswegen ist das halt jetzt nicht dabei, weil das irgendeiner von Victors Zuschauern jetzt hat. Okay, jetzt habe ich keine Pets mehr, die ich Gold machen kann. Naja, außer die einzelnen hier unten, die sowieso fehlen werden. Und auf einmal sind es nur noch 74 Pets. Oh, oh, oh.
Irgendwo tut es mir dann schon leid, dass ich so wenig Pets jetzt verschenke. Und jetzt werden es automatisch noch weniger, weil ich sie jetzt Rainbow mache. Und es sind nur noch 65 Pets. Okay, ich glaube, ich gehe doch nochmal in die Pixelwelt. Öffne ein paar Eggs, einfach nur, damit es nach mehr aussieht. Weil irgendwo tut es mir dann doch schon weh, so wenig Pets zu verschenken. Boosts habe ich ja noch mehr als genug drin. Abbrechen, ich will die goldenen Eggs öffnen. Augenblick, ich habe noch Auto-Delete an. Okay. So, jetzt habe ich noch ein paar Eggs geöffnet, ein paar Mythicals gezogen, ein paar Legendaries gezogen. Jetzt habe ich wieder 117 Pets und dann sieht es doch schon wieder ein bisschen besser aus mit den Pets, die ich hier verschenke. Ich hole jetzt doch nochmal aus meiner Bank, Withdraw, die paar Pixel Demons hier raus. Ich hole einfach alles raus, komm. Ich hole alles aus meiner Bank raus, weil ich werde auch alles am Ende in seine Bank reinpacken. So, Withdraw, 24 Pets. Meine Bank ist jetzt leer, obwohl ich könnte jetzt noch ein paar Millionchen withdrawen. So, 2 Milliarden. Withdraw, 2 Milliarden Gems, Cure. Haben wir gemacht. Oh, ist processed, ist processed. Bruder? Success, okay. So, jetzt equippe ich einmal die besten Pets, die ich habe. Ich habe es endlich geschafft, ein Full-Team zu bekommen von den Pixel Demons, auch wenn sie nicht alle Dark Matter sind, weil für Dark Matter war keine Zeit. Pet Collection dauert auch noch ein bisschen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Coins farmen, weil wenn ich keine Pets mehr habe, brauche ich natürlich ein paar Coins, damit ich beim nächsten Update doch nochmal wieder mitmachen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir bei der Verlosung sind. Wusch! Und ich habe mich dann auch mit dem Gewinner auf dem Discord-Server getroffen und mit ihm geredet. Seine Stimme darf im Video aber nicht zu hören sein, weil ihm das nicht erlaubt wird. Und dementsprechend hört ihr nur mich. Alles klar, hallo! Kannst du mir deinen Roblox-Usernamen per Direktnachricht oder so schreiben? Okay, dann edite ich dich so. Einen Augenblick. So, ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt, die musst du noch annehmen. Und dann geh bitte einfach in irgendeine Pet-Simulator X-Lobby rein. Okay, so, ich trete dir da mal bei. Okay, kannst du mich zu deiner Bank einladen? Augenblick, ich habe wahrscheinlich... Ja, meine Bankeinladungen sind voll, dann muss ich kurz... Bankeinladung hier annehmen und dann wieder verlassen. Lad mich zu deiner Bank ein und ich trete bei. Wenn in deiner Bank nicht genug Platz drin ist, so 141 Pets, dann gebe ich dir die Gems, damit du hier das Banktier dafür kaufen kannst. Okay, dann gehe ich einmal kurz runter. Da, ich nehme deine Bankeinladung an und in deiner Bank sind schon 400 Pets drin. Wie viel Platz ist da noch? Das sehe ich ja nicht. Noch 5. Okay, dann wie viel kostet ein neues Banktier für dich? Oh, dafür habe ich nicht genug. Das ist dann schwierig. Hast du Platz in deinem Inventar? Als ob du so voll bist. Wie sollen wir das machen? Naja, er hat dann vorgeschlagen, dass ich ihn zu meiner Bank einlade, sodass er meine Bank leerräumen kann. Und das habe ich dann gemacht. So, warte, ich bin gerade dabei, alle Pets zu adden. Das dauert ein bisschen. Ich versuche gerade Pets zu adden, das geht nicht mehr. Okay, ich mache erstmal Deposit. Also man kann maximal 50 Pets auf einmal depositen, glaube ich. Ich habe vorhin auf jeden Fall alle auf einmal rausgezogen, obwohl ich hatte gar nicht mehr von jetzt 50 drin. Ich kann übrigens nur 49 reinpacken. Nochmal Deposit und dann die nächsten 50 Pets. Beziehungsweise 49. Okay, warte, es gibt noch ein Pet, das ich noch nicht reingepackt habe. Und dafür öffne ich einfach mal ein Ei und mache hier mal kurz Auto-Delete aus. So, dann kann ich auch das letzte Pet reinpacken. Nicht Withdraw, sondern Deposit. Oh, egal. Das Pet, das ich gezogen habe, ist besser als das, was ich reinlegen wollte. Gut, dann gucke ich, ob ich dich einladen kann. Also, du kannst jetzt in die Bank rein und dir dann alles rausnehmen. Mal kurz gucken. Das sind jetzt alles deine Pets. Na klar, ich mit meinem Corgi. Okay, ich schlag dir vor, dass du dir die wichtigsten Pets als erstes rausnimmst, weil in der Bank sind immer noch Roblox Felix, Roblox Victor und so drin. Und die nehmen sich manchmal, ohne zu fragen, auch Sachen aus der Bank raus. Du hast ja irgendwie Platzprobleme, musst jetzt gucken, wie du zurechtkommst. Sag einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Ich guck mal, wie schnell der Pixel-Corgi da hinten die Kiste abbaut. Der Pixel-Corgi kommt auf jeden Fall nicht schnell genug hinterher. Ach ja, und dann kann ich deine Bank noch verlassen. Einen Augenblick. So. Okay, da ich seine Stimme in dem Video nicht zeigen durfte, muss ich jetzt sehr viel aus unserem Gespräch rausschneiden, weil es sonst irgendwie alles gar keinen Sinn gemacht hat. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!